Ja, seid gegrüßt wieder und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit Roland in seiner Geschichte Odyssey im Auftrag des Königs. Wir suchen noch weiter nach irgendwelchen Knochenkriegern oder ein wichtiges Dokument, wo eingetragene Ornamentstruhen sind, weil mir immer noch eine fehlt, die ich wahrscheinlich in der Panik wohl vergessen habe, aus der Truhe zu nehmen. Doch diesmal gucken wir mal. Ich habe mich übrigens wieder umgerüstet, habe wieder meinen besseren Helm auf. Und habe auch das Amulett von Xardas, meine ich. So, wo bist du? Wo denn? Ach, da, oh, der ist schon angeditscht. Gut, okay, dann versuche ich das mal wieder auf die alt hergebrachte Weise. Gott, ich bin ja immer noch hier in dieser Ecke. Ich dachte, ich wäre ein bisschen weiter gekommen. Nee. Dann bleibt er wieder irgendwo hängen. Bestimmt. Oder ich bleib hier hängen. Nee, der ist wie abgehauen. Mhm. Und wo bist du? Hä? Dann ist er runtergefallen. Nee, da ist er. Okay, einmal kann ich... Kommst du nach? Ah. Mhm. Okay. Der war ja schon angeditscht. Du sollst nicht wieder abhauen. Bist du nicht mal ganz dicht? Los. Okay. Oh, das war knapp. Das war echt knapp, liebe Freunde. So, haben wir auch. Dann speichern wir mal. Und gucken mal, ob es da noch mehr von diesen Peoples gibt. Ganz wichtig hier. Also eher wohl nicht. War ich hier schon? Nein, das mit der Treppe kenne ich noch nicht. So, trotzdem mal hier ein bisschen scouten. Aha, da liegt schon wieder einer, den ich noch nicht hatte. Der liegt da einfach so rum. Okay, also ein neues Gebietchen. Beziehungsweise hier gucken wir erstmal, ob es Pflänzchen gibt. Nein. Nehmen wir mal hier das Treppchen hoch. Eine Truhe. Die ist noch zu. Jetzt hat er endlich... Steintafel des Armbrustschützen. Oh ja, kann man auch mal haben. Aber ich bin nicht so der Armbrustschütze, Schützenfan. So, Steintafelchen, wo bist du denn? So. Für bessere Treffen, ja, fehlt wieder was. Habe ich noch eventuell eine andere Steintafel vergessen? Nein, habe ich nicht. Speichern. Ja, da dachte ich echt, wir hätten hier mal was anderes gefunden. Als Steintafeln. Oder eine Steintafel besser gesagt. Ja, okay. Da gehen wir mal weiter hier in die Richtung. Schauen wir mal. Ah, da ist wieder sowas. Hier geht's wieder spiralförmig hoch. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Meine alten grauen Gehirnzellen, ob das da ist, wo ich schon mal war. Mal gucken. Aha. Ja doch. Ich war an dieser Stelle schon, liebe Freunde. Sehr ulkig. Dann schaue ich im Off mal nach, ob es noch irgendwo unbekanntes Territorium gibt. Und bei Konfrontationen melde ich mich mal wieder. Ja, ich Depp. Ich brauche einfach nur wieder raus. Hier aus dem Portal, beziehungsweise hier von diesem... Von dieser Anhöhe und dann wieder zurück zu diesem knochigen Baum hier. Genau, hier. Und da warten wieder so zwei Bakaluten auf mich, alias Knochenkrieger, richtig. Und kommt mir vor, als wäre ich da oben schon gewesen. Jetzt sind da wieder Knochenkrieger. Wer weiß, ich speichere mal ab. Und dann gucken wir mal, ob wir da schon irgendwie, ja, eintreffen.
Oh, einer schießt, einer kommt. Und ich bin auch runtergefallen. Ich säckel. Jetzt muss ich eben gucken. Wieso ist denn mein Bogen nicht mehr? Ach, jetzt werde ich auch noch getroffen von dem. Hallo, ich will meinen Bogen haben. Moment. So, ich habe ihn. Irgendwie war ein Fehler da. Im Fall hat es irgendwie den Bogen entladen. Aha, da ist der Knochenkrieger. Aber er kommt mir nicht irgendwie näher. Der bleibt einfach stur stehen, ne? Der bleibt stur stehen. Gucken. Ah! Schieß doch mal über die Wurzel drüber. Oh. Ah, und jetzt trifft er mich schon wieder. Hehe. Mal gucken, ob ich noch einen Golemsi habe. Ja, habe ich noch. Gut. Dann erschaffe ich ihn mal. So, hallo. Genau, richtig. Geh mal hin. Boah, ich bin auch getroffen worden von dem. Der Golem wird einfach... Okay, jetzt kann ich hoffentlich mithelfen. Oh, doof. Dieser Geschwindigkeitsring. Hallo, Knochenkrieger. Das war wieder Knappinger. So, schnell speichern. Und solange der Golem noch da ist, schnell meinen Geschwindigkeitsring wieder an und aus, aus und an, ihn da mal oben hinlocken. Komm mal mit, Kristallgolem doch nicht. Du sollst mal mitkommen, richtig. Zack. Folge mir bitte, genau. Denn da oben ist nämlich noch einer. Dass du mir den auch mal... Oh! Shit! Das klappt, glaube ich, gar nicht. Nee. Ich kaputt, der Golem kaputt. So, ich weiß, ich bin sehr stark verletzt, aber ich versuche jetzt mal den... Steingolem, den Beschworenen, da oben hinzulocken. Ah, der verharrt. Oha, da muss ich aber schnell hier meinen Bogen wieder bespannen. Aber der kommt nicht weiter. Shit, komm. Mein Golem kaputt, der Knochenkrieger verharrt da noch. Oh, aber er schießt nicht, das ist gut. Na, weißt du was? Dann versuche ich doch mal wieder hochzuklettern. Nicht hochzuklettern, sondern einfach hochzugehen, damit ich näher dran bin und eine größere Chance habe, den Knochenkrieger zu treffen. Ja, okay, der macht nichts. Der Sitz ist da an seinem Todpunkt. Also abgespeichert, neu geladen und dann sind die in... Das ist, glaube ich, dieser alte Gothic-Bug. Ich bin sogar eine Stufe gestiegen. Das ist gut. Jetzt schnell mal was essen und speichern. Jawohl, hat ein bisschen gedauert. Aber im Schnitt... Jetzt muss ich mal gucken, wen ich hier noch vergessen habe zu looten. Also dich habe ich wahrscheinlich vergessen zu looten. Nee? Okay. Ah... Oder warst du das? Na, auch nicht. Gut, aber sicher ist sicher. Jetzt gehen wir nochmal da oben hin. Zu dem Knochenkrieger von eben. Das war hier. So, genau, richtig. So, und hier war ich schon mal. Ja, hier war ich schon mal. Das erkenne ich an dieser Rankung hier. Oh! Hat es da draußen auf der Straße gekracht? Moment mal. Eben mal gucken. Nee, zum Glück nicht. Obwohl das eine 30er-Straße ist. Und manchmal gibt es hier so Berserker, die hier meinen, hier runter zu donnern. Und da gibt es nämlich auch eine Kurve. Eine nicht einsehbare Kurve. Ja, jetzt bin ich schon wieder hier. Hier ist ja eh Dead End. Richtig. Ha, 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 ha. Und hier war ich ja schon mal. Na supi. Und was jetzt? Okay, muss ich wieder das gleiche Verfahren machen. Im Off nach Möglichkeiten oder nach weiteren Begebenheiten zu suchen. Jawohl, ich bin jetzt wieder hier in dieser Rinne und unter diesem Felsvorsprung, wo die vier Knochenkrieger mich erwartet hatten damals. Und wenn ich jetzt hier genauer hingucke, da ist ja dieses Hütchen da. Also ist irgendein auch noch so ein
ich sage jetzt mal so eine Laube und da stehen welche davor. Ne? Also da war ich noch nicht und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Oh, ein hoher Knochenmagier. Okay, den habe ich schon mal auf jeden Fall weggelockt. So, gibt's da noch was? Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Hammer. Gucken, komme ich von hier irgendwie... Ach, Moment. Vielleicht kann ich von hier aus... sehr komisch. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ich habe es von sämtlichen Wegen probiert, versucht. Nichts ist mir gelungen. So, der ist jetzt auch weg. Ja, soll ich mal da draufspringen auf diesen Zip, auf diese Zipfelmütze, auf dieses Dach? Weiß ich jetzt nicht. Von wo mache ich das am besten? Wenn überhaupt. Das sieht doch hier von hier aus ganz gut aus. Oh-oh. Da macht mich aber der Knochenmagier dann futsch. Aber trotzdem, Risiko ist alles. Und Antaya! Okay. Gut. Aha. Ah, da hinten ist er. Ah nee, das ist ein Knochenkriege noch. Gucken. Okay, er versucht natürlich auch... Oh. Gucken. Er fällt runter. Okay, da liegt ein Toten. Da ist er. Ha! Auch leicht angedutscht. Ist wieder hier in seinem Element des Wahnsinns. Okay, haut jetzt ab. Auf jeden Fall ist er ein bisschen angedutscht. Ja, jetzt wird's interessant. Was mich... Oh, Junge, kannst du nicht mehr vernünftig springen oder was? Steinwächter, alte Münze. So, seht ihr? Hier war ich noch überhaupt nicht. So, dich kann ich ja sogar auch noch looten. Nicht Kader looten. Okay, was gibt's denn hier noch so Früchte technisch in der Nähe? So, ich kann mir nämlich vorstellen, aufgrund der Tatsache, dass ich hier nicht so hingekommen bin. Ja, ich weiß, das ist risky. Okay. Ah, da ist wieder eine Schnapsbeere. Da habe ich jetzt übrigens zwei von. Jetzt ist es die dritte. Bitte schreibt mal in den Kommentaren, wofür so eine Schnapsbeere dann gut sein könnte. So, jetzt dürfte ich gleich hier einmal den... Ach, schaut einmal, schau! Guck mal nicht. Hier gibt es so ein Drehsteinchen. Gut, ich speichere mal. Und gucken wir erstmal die schöne Tür an. Die sah nämlich klasse aus. Oho. Die ist bestimmt nicht so einfach zu öffnen. Okay. Gut. So. Nein, hier passiert nichts. Dann gehe ich mal davon aus, dass ich zu dem Drehsteinchen muss. Es hat Klick gemacht. Es ist offen! Oh, oh, oh! Okay, er kommt da nicht durch. Okay, cool, er kommt da nicht durch. Also, zack, zack. Jetzt könnte er im gebröselten Zustand durchkommen. Ist da noch einer drin? Und noch eine Truhe. Okay. So, jetzt mal Concentration hier. Okay. Hing, hing, hey, hey. Hing, nein. Hing, hing, hey, hey, hey. Hey? Nee. Hing, hing, hey, 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 hing. Hey, nein. Hing, hing, hey, 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 hing, hing. So. Was ist das? Steintafel des Zweihandkampfes, Steintafel des Einhandkampfes und... Ist das die Karte vom Himmelstempel? Da, wo die Ornamente zu finden sind? Das gucken wir uns doch mal gleich an. Also, erstmal. Als erstes die Karten. Hier die Steintafel. Und dann suche ich mal, da ist was. Es waren zwei Steintafeln des Einhandkampfes. Wunderbar. So, dann ist noch eine Steintafel gewesen.
Da war, und dann suche ich mal im Off nach dieser Karte des Himmelstempels. Da ist sie. Mach sie auf. So. Es müssten dann 8 Kreuze sein. Unten zähle ich 3, 4, 5, 6, 7. Es sind die 8 Kreuze. Also gilt es jetzt nochmal, an all diesen Stellen nochmal zu prüfen, ob ich da dieses Dreiecksornament finden kann. Hey, speichern. Da ich im Off ja schon reichlichst gesucht habe und sicherheitshalber nochmal die Truhen hier in diesem gebirgigen, in dieser gebirgigen Gegend schon abgesucht habe, werde ich mich natürlich bei den Sandfelsen mal da hinten mal aufhalten. Aber trotzdem will ich wissen, wie man von überhaupt auf normalem Wege überhaupt zu diesem lustigen Ding hier kommt. Zu dieser, naja, kleinen Station mit der, oha, ich muss natürlich aufpassen, ne? Mit der Karte, die ich eben fand. So, ist hier wer? Also hier geht's nochmal hoch. Das ist ja so ein Gestrüpp hier. So, hier ist Dead End, hier kommt man nicht weiter. Jo, Budlerfleische, Dunkelpilze. Sup, 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 sup. Okay, habe ich jetzt irgendwie wieder was übersehen, weil ich meinen Bogen an hatte. Ja, okay, gut. Jetzt geht's mal weiter. Weiter, weiter, weiter. Und zwar hier entlang. Bevor irgendwie was wieder auf mich zukommt, werde ich mal lieber abspeichern. Und ich gehe mal erstmal vorsichtig lang. Aha. Lach mich kaputt, wenn ich auf konventionellen Wege hier entlang gekommen wäre. So. Hier ist auch so ein karger Baum. Hier ist auch eine Truhe. Kommt mir das bekannt vor? Dann habe ich es echt aus den Augenwinkeln wohl nicht mitgekriegt, dass da... Ja, das kommt mir bekannt vor. Das werden wir ja... Ha, 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 hier ist das Schlingelteil wieder. Dann habe ich das tatsächlich übersehen, liebe Freunde. Mann, oh Mann. Vergessen hier irgendwie zu gucken, weil ich dachte, es wäre hier Dead End. Ne? Aber ist nicht. Da hätte ich besser suchen müssen. Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir es auch so hingekriegt. Ja, dann werde ich mal die anderen Sachen begutachten. Nee, ich muss natürlich wieder die Karte wechseln. Wir sehen uns nachher wieder, indem ich mal da hinten die anderen Truhe prüfe. Yippie! So, da wären wir schon mal. Ich gucke nochmal auf der Karte. Da rechts. Rechts von den oberen Vieren. Gut, dann gehe ich doch mal hin und schaue nochmal nach. Nein, kein Fragment. So, und dann gehen wir weiter in die Richtung, auch im Off, und gucken mal bei dem anderen nach, bei den anderen Truhen nach. Naja, die Stelle kennen wir ja, oder kenne ich. So, nochmal gucken, nächste Truhe. Das wäre die Truhe Nummer 2, auch kein Ornament. Habe ich noch die Karte? Nee, immer die Karte weg. Das ist echt komisch. So, aber ich mache auf weiter. Gut, ja, hier sind wir. So, das wäre dann die... Ja, genau, also 1, 2, das wäre dann die dritte Truhe, die wir nochmal kontrollieren. Haben wir. Danke nochmal für den Hinweis, Alain. Das ist genau, da wäre ich ehrlich gesagt nicht drauf gekommen. Ich hätte was anderes gemacht, aber gut, dass wir zum Glück beim aller guten Dinge sind 3, das gefunden haben. Ja, speichern wir ab. Juhu, so, da müssen wir genau wieder da oben hin, auf die Spitze. Hehehe, das wird ein mühseliger Weg. Ah, da wären wir und das Ding hier gilt es zu öffnen und jetzt habe ich natürlich auch das Dreieck. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt egal ist, in welcher Reihenfolge ich da anfange. Am besten ich fange gleich mit dem Dreieck an und gehe in Uhrzeigerrichtung.
Das ist okay. Zweie. Krieger. Dreie. Sturm. Vierer. Sonne. Fünfe. Zacken. Sechs. Raute. Sieben. Und Rechteck. Ja. Hat sich denn da schon was getan? Fragezeichen. Gehe ich jetzt runter oder muss ich den Stein erst bewegen? Ich gucke nochmal runter. Wo war hier? Ach, da. Aber normalerweise gibt es ja nur so ein Bestätigungsgeräusch. Okay, da muss ich wahrscheinlich nochmal das Knöpfchen, das Drehknöpfchen da oben bewegen. Alter, sind hier Hubschrauber unterwegs. Mindestens 20 Stück pro Tag. Klick. So, dann gehen wir mal runter. Oh, weia. Bist du jetzt auf? Große Frage. Ja, es ist auf. Und schaut einmal, das ist die Himmelsscheibe, die wir alle kennen. Ah, schön. Gut gemacht. Ja, klasse. Okay, ja, dann speichere ich erstmal, denn wenn ich sie nehme, kann wieder irgendwas passieren. Gut, dann nehmen wir sie mal. Quest die Himmelsscheibe. Okay, noch ist es ruhig. Ist hier wer? Someone there? Nein, nicht. So, die Himmelsscheibe. Haha. Sup. Ich habe es geschafft. Die Himmelsscheibe ist in meinem Besitz. Ich sollte so bald wie möglich nach Jakendar gehen, um den Schild Amenophis bringen. Okay. Und den Schild Amenophis bringen. Amenophis. Also die... Ach, die Himmelsscheibe ist also sozusagen ein Schild. Verstehe ich das richtig? Und den bringe ich zu Amenophis. War das der... Ja, ich glaube, ich weiß, wer das war. Nach so langer Zeit... Aber bevor ich die Scheibe abgebe, beziehungsweise den Schild, werde ich mich mal wieder zur Küste hinbegeben. Genau, richtig. Dann werde ich mir auch mal ein paar vernünftige Klamotten wieder anziehen. Rüstungen, wo seid ihr? Ah ja, da sind die Rüstungen. Da brauche ich mal hier eine richtig schöne verstärkte Ritterrüstung ohne Helm. Puh, denn ich möchte wieder mal zurück zu Bord gehen oder an Bord, um mal zu gucken, was da los ist. Ach ja, ernst war das. Und ich möchte mal hier wieder den Smoothie spielen. Bring mich zum Schiff. Gut, es geht sofort los. Ja. Und meine Sachen mal aufkochen wieder, was ich noch kochen kann. So, das Summer wieder. Ja, das ist ja klasse, ist das. Speichern. So, wo jetzt war ja die Kombüse? Die Kombüse. Oh, ich bin lange nicht mehr auf dem Schiff gewesen hier. Nein, hier geht's nur runter und hier geht's... Ach, ich bestatte mal hier einen Wulfias-Besuch ab. Hey! Hey! Welche Rezepturen und da soll mich mal... Heilen? Segne mich? Von mir erfährt keiner was. Heilen ist nicht. Gut, okay, dann muss ich, glaube ich, doch noch einen hoch oder einen runter. Mein Gott, wenn man so lange nicht auf dem Schiff war... ja. Hier geht es ja zu meinem... Genau, richtig, ja. So, dann gehen wir hier und hier müsste die Kombüse sein. So, Albin, ich war hier zigtausend Tage nicht da. Hast du was zu essen für mich? Hast du was zu essen für mich? Lecker Fischsuppe. Hier hast du deine Suppe. Schön, cool. Ja, jetzt muss ich mal gucken, kann ich eigentlich was kochen an Albins Kochtopf? Kessel. Zu weit entfernt. Kessel. Okidoki. So, und dann werde ich im Off kochen. Gut. Oh. Währenddessen eine gedampft. Also. Jetzt hätte ich natürlich vorher auch am Alchemietisch bei Mercurius was machen können. Aber ich habe mal gucken, was haben wir hier Leckeres an Essen gekocht. Und zwar 7 Dunkelpilzsuppen.
Fischsuppe ist und eine dampfende Kräutersuppe. Gibt natürlich Stärkebonus 1 nur. Ja, wieso nicht, ne? Genau, richtig. Dann gehen wir mal hier auf die Dunkelpilzsuppe. Da gibt es Lebensenergie 60. Trinken. Nee, die spare ich mir auf, weil ich ja auch hier schön lecker übernachten kann. Und das würde ich mal sagen, das machen wir jetzt mal auch gleich. Mal hier einfach mal so ein Bett hier. So, bis zum nächsten Morgen schlafen. Yeah, ich fühle mich ausgeruht. Vielleicht sollte ich mal speichern. Vorausgesetzt, bei Mercurius ist der Alchemietisch frei. Ups, nicht zu weit. Gibt es denn wieder neuen Proviant da unten? Nö. Hätte ja sein können, ne? Okay. So, ist er denn selber am Rum? Oh, ist er selber hier dran? Hey. Hey. Da komme ich ganz schnell an den Alchemietisch. Nein, der ist in Benutzung. Kacke. Hätte ich bis Mitternacht schlafen sollen. Okay, dann machen wir es anders. Schauen wir mal. Beowulf. Ich gehe mal wieder zum leitenden Kommandanten. Gucken, vielleicht hat er bald Neues. So, Ganelun. Vielleicht eventuell störe ich. Wahrscheinlich ja. Sonst gäbe es da eine neue Option. Gernot ist nix. So, dann auf zu Herrn Baldwin. Schauen wir mal. Wir müssen Varan verlassen. Ich segel jetzt wieder zurück nach Vagant. Ich weiß jetzt, wo sich Mendoza versteckt. Das ist jetzt neu. Für mich. Ich weiß jetzt, wo sich der Korsarenkapitän Mendoza versteckt hält. Was sagst du da? Du kennst das Versteck dieser Schurken? Ja. Na schön. Was sollen wir jetzt deiner Meinung nach tun? Wir könnten ihn angreifen und damit die Meere von einem gefährlichen Verbrecher befreien. Das ist richtig. Aber das ist sehr gefährlich. Mendozas Männer sind gute Kämpfer und wir haben zu wenig Leute. Schlag dir das also lieber aus dem Kopf. Und wenn ich mich alleine um ihn und seine Leute kümmere? Ja, in Ordnung. Wenn wir uns auf offener See befinden, kannst du mir sagen, wo es hingehen soll. Okay, das ist wohl keine Wiederholung gewesen, weil jetzt nämlich hier das Ganze wieder weg ist, die Option. Hahaha, also... Ich will aber trotzdem wieder... Oh. Du kennst also Mendozas Schlupfwinkel? Ja. Sehr gut. Es wird höchste Zeit, dass diesem Piraten endlich das Handwerk gelegt wird. Okay, Gerno. Ganelun, das würde ich ja nur stören. Ja, das ist doch cool. Ja, gucke ich auf die Zeit. Na, wir haben noch ein bisschen Zeit. Cool. Hier war ja das, also geht es wieder nach runter und ich werde doch nochmal nebenan nochmal bis Mitternacht schlafen und darauf hoffen. Moment mal, kann ich von, mein Gott, Leute, mein Charakterbildschirm sagt, dass ich 70 Lernpunkte habe. Dann schreibt mir doch mal, in was ich investieren soll. Ne? Also geschickt, da müsste ich mal auch so an die 200 mal so langsam rankommen, denke ich mal. Oder was ist noch günstig in meiner Situation? Wäre toll. Trotzdem, ich schlafe jetzt mal bis Mitternacht und hoffe, ich weiß das natürlich jetzt nicht mehr, und ich hoffe, dass der Alchemist an Bord schlafen ist. Damit ich hier noch auch ein bisschen was kochen kann. Hulk. Nee, das ist falsch. Wo muss ich denn hin? Muss raus. Und dann? Wir nehmen Ahan. Ja, da ist er. Ja, Wulfias, danke sehr, dass du mal den Alchemietisch freigemacht hast. Und dann werde ich meine Runde wieder mal meine Reagenzgläser und sowas hier ne, schütteln und mir was wieder mal Proviantmäßiges zurechtzaubern. Womit denn? Ui! Das sieht so aus, als hätte ich keine Laborflaschen mehr.
Ach, da muss ich mal Wulfjas aufsuchen, der wahrscheinlich irgendwo pennt, aber das mache ich in der nächsten Folge. Und bedanke mich fürs Zusehen, macht einen Daumen und schreibt meinen Kommentar. Wäre gut. Tschüss.